Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt? Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Okay, also langsam habe ich die Befürchtung, dass wir Yennefer dafür brauchen bei alter Magie. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Sie ist weg. Das ist dein Ernst? Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege? Unmöglich! Nicht ohne die Ziege! Echt jetzt? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Du ziehst mir den Nerv, Alter. Ich gehe nirgendwo hin. Keine Prinzessin, keine Beschwörung, keine Weissagung. Du ziehst mir den Nerv. Richtig gut. Oh. Hexer, suchst du meine Prinzessin? Der Weideler wird weissagen, sobald sie wieder da ist. Ja, ist ja gut, Junge. Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja. Die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Sollen wir den jetzt erstmal platzieren anscheinend? Wo ist denn der Questgegenstand? Achso, ist schon. Ah ja. Okay. Jetzt, der will mir ernsthaft verklickern, dass die Kackziege von den Wölfen nicht gefressen wurde. Da ist er doch. Ziege. Gut, gut, gut. Ziege. Ach,
Da bist du. Ups. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Rufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Komm mit. Na schön. Mal die Glocke versuchen. Na los, muss ich zum Beispiel diese Glocke läuten, damit du mir folgst? So. Was für ein Kackvieh, ey. Wo zur Hölle jetzt bist du hin? Alter. Was soll denn nicht? Komm her jetzt. Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Ist dein Ernst jetzt? Alter. Ich hasse Ziege. Aua. Naja, sonst hätte ja das Vieh keine Lebensanzeige. Das ist ja ein Kackvieh. Okay. Ein andern Mal. Die Höhle haben wir auf jeden Fall markiert. Womit jetzt? Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? So, jetzt renne ich noch zu einem Bären. Kackvieh. Herr Morhen, würdest du auf dem Grill enden, ganz ehrlich. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Nee. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Da. Prinzessin, lauf dem Weidenland nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Kackvogel. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Ganz ehrlich. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Ja, will ich auch wohl hoffen. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Alter, wehe, du schlachtest jetzt deine Ziege dafür. Gut. Dann zünd ich deine Hütte an. Hat aber Glück gehabt. Macht der sich jetzt erstmal Essen? Reicht das? Ich weiß, dass Blutmagie übelst mächtig ist. Blut, ich sehe Blut. Wessen? Nicht Annas, nicht Tamaras, das eines Kindes. Alter. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Aber nicht so ein Fehl. Alter. Ist nicht sein Ernst. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie.
Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Hm, das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Nein. Oder wollte es vergessen? Oh nein, bitte nicht. Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidelar ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Ach, ich kann aus dem Fehlgeborenen so ein Kobold machen, glaube ich. Ein Schutzkobold. Ich hörte mal von einem Alter. Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Scheiße. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Mhm. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Halbkerzen durch die Dunkelheit führen. Ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Okay. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Alter, was für eine krasse Scheiße. Okay, Leute, also jetzt müssen wir mal einmal abstimmen. Oder, also besser gesagt, also ich wäre dafür, dass wir versuchen, den Fehlgeborenen, dass wir den Fluch aufheben. Also, ich habe gerade gesehen, wir haben im Vestarium Fehlgeborene. Ist ein verfluchtes... Ja, genau, so sieht das Vieh aus. Na, das ist so ein... Alter, das ist so böse, ey, wirklich. Fehlgeborene sind eine... Also... Ja,
ist quasi eine Fehlgeburt, die nicht ordentlich beerdigt wurde und dann verflucht quasi wieder, ja, also wieder weg wird quasi. Und dann die Mutter tötet oder halt andere schwangere Frauen und die Föten isst. Und ey, das ist so grausam, ey, wirklich. Okay. Also, ja, wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir es versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Weißer Wolf, weißer Wolf. Ja, was brauchen wir? Ich könnte ein paar Zutaten. Genau, zeig mal, was du hast. Also, ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir gucken oder versuchen zumindest. Bis dann. Den zu helfen. Weil das Baby, das kann echt nichts dafür. Boah, ist das traurig. Das ist ja krass. Boah, okay, jetzt hasse ich den gerade wirklich hart. Ne? Also, Dings dass er da so Dings. eine, so seine, sein Bitte Kind. nicht das. Nicht schon wieder. Der hat einfach sein Kind. Ein Blitzeinschlag? Oh nein. Ernsthaft jetzt? Ja, ich renn ja schon. Alle her! Hören! Ja, ich bin auf dem Weg. Verdammt. Melitele, beschütze ihn. Da brennt doch nur die Scheune, Leute. Macht euch mal. Dreht der versoffene Kauz mal wieder durch? Und los, beruhig ihn. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Okay. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Alter, wehe, der Baron ist da noch weg. Dem haben wir noch ein Wörtchen zu reden. Mensch, da kommt jeder hoch. Da. Ist da so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Hallo, hier! Ich kacke nicht aus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Gut gemacht. Ja, wo jetzt? Will er mich verarschen? Einen anderen Eingang. Verdammt, rührt sich nicht. Wurde von innen verriegelt. Ich brauche einen anderen Eingang. Oh, ey, wirklich. Wir waren doch schon da. Hallo, hier! Gut gemacht. Na, wo ist denn er jetzt? Achso, hier. Da war noch ein Pfad, ey. Den habe ich auch nicht gesehen. Chat, habt ihr das gesehen? Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Die Pferde.
Also, ich will dir die Abreibung verzeihen, die du den Deppen an der Kreuzung verpasst hast. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Okay. Ihr überverflucht! Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Du hast eine hübsche Kleiderei. Mal, Typen. Ich hier aufs Maul gekriegt. Wir müssen reden. Alter. Weil die Scheune angezündet, Junge. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Okay. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Das ist dein einziger... Alter, ernsthaft jetzt? Ja, scheiß drauf. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich weiß, wie ich sie finde. Wie? Ich weiß von dem Kind. Anna und ich... Es war nicht so, wie es jetzt scheint. Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr. Nur die Flasche. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen?
Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Hat er auch ein bisschen verdient, wa? Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Boah, ist so traurig, ey. Arme Kind. Ich habe schon viele Tote gesehen, aber das muss hart gewesen sein. Oh ja. Meine Beine gaben nach. Und ich habe Leichenfelder in Sodden und brennende Hexen in Maribor gesehen. Doch verglichen damit war das alles ein Hasenpimmel neben einer riesigen Eiche. Und allein ich bin schuld. Das wissen wir noch nicht. Das Amulett, das Anna trug, könnte eine Rolle spielen. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? In ein sauberes Laken gewickelt und vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Also, ich persönlich, ja. Ich fühle mit dir, wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Der will das wirklich nicht genau wissen. Du brauchst es nicht genau zu wissen. Es gibt Blutsbande zwischen der Kreatur und deiner Familie. Damit kann ich sie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Genau, Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Genau. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Das wird nie einfach. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle.
Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Okay. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie. Wenn auch nicht dafür. Ah, der Fall da. Okay, Leute, das wird jetzt echt hart. Mir nach.